Naja, ich bin erstmal der Region Stuttgart verbunden. Ich habe eine Ausbildung bei Bosch gemacht und ich habe in Stuttgart-Hohenheim studiert. Ich habe viele private Verbindungen in die Region und deswegen weiß ich auch sehr genau, dass die Automobilindustrie, die Automobilzulieferer für diese Region enorm wichtig sind. Also ich halte die deutsche Automobilindustrie für sehr zukunftsfähig, aber es wird eine andere Automobilindustrie sein, als wir sie momentan haben. Es wird sich viel verändern, übrigens nicht nur im Bereich Antriebstechniken, sondern auch beispielsweise in dem Bereich, wie Mobilität zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir werden immer auch noch eine Menge Arbeitsplätze haben, aber es wird halt anders werden. Es gibt einen Strukturwandel. Also ich weiß nicht, ob die deutsche Politik den verschlafen hat. Es ist aber so, dass beispielsweise im Bereich Elektromobilität die deutsche Automobilindustrie in einigen Bereichen nicht so weit ist wie Wettbewerber. Da beißt die Maus keinen Faden ab, aber ich glaube, es liegen gute technische Konzepte vor. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr optimistisch, dass der Wandel gelingen wird. Ja, also für Elektromobilität müssen wir die Rahmenbedingungen setzen. Und Rahmenbedingungen setzen heißt also, wir müssen für eine Ladeinfrastruktur sorgen. Das ist sicherlich eines der Hauptprobleme. Wir müssen aber auch unterstützen im Bereich Forschung und Entwicklung. Da ist insbesondere der Bereich Batterien sehr, sehr wichtig. Und wir sollten auch Anreize setzen. Und deswegen sind wir jetzt zum Beispiel im Firmenwagenbereich bei der Dienstwagenbesteuerung für elektromobile Konzepte runtergegangen. Deswegen gibt es Kaufprämien. Das heißt also, wir versuchen einen Rahmen zu setzen. Und in diesen Rahmen muss die Automobilindustrie jetzt hinein. Und ich bin da auch sehr positiv, dass das auch gute Erfolge zeitigen wird. Ach, ich weiß es nicht, also sicherlich nicht einen Automobilhersteller zu fördern, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwie Ansiedlungspolitik betreibe, und das haben wir auch in anderen Branchen, dann geschieht das in der Regel also auch mit Unterstützung. Ich würde aber jetzt das Tesla-Engagement nicht überbewerten, weil ich wirklich fest daran glaube, dass die deutsche Automobilindustrie, dass aber auch die Zulieferer wie beispielsweise Bosch, aber auch viele, viele andere gute Konzepte haben und ganz schnell wettbewerbsfähig sein werden. Wunderbar, das war das schon. Kurz und knackig.